Das Massaker von Butscha wird eines Tages möglicherweise als Synonym für die Gräueltaten der russischen Armee im Ukraine-Krieg eingehen. 340 tote Zivilisten sollen bereits geborgen sein, es dürften aber deutlich mehr werden, denn viele Leichen liegen noch in Häusern und Vorgärten. Es sind nackte Zahlen, doch hinter jeder Zahl steckt ein menschliches Schicksal. Steffen Schwarzkopf hat einen solchen Fall begleitet. Er war auf einer Trauerfeier für einen Getöteten in Kiew mit dabei. Sie erweisen ihm die letzte Ehre. Die ukrainischen Soldaten, die Leiche von Maxim Lewin in einem Waldstück nördlich von Kiew fanden, tragen seinen offenen Sarg in die St. Michaelskirche. Der Schmerz, die Trauer seiner Frau Ina, nicht in Worte zu fassen. Lewin wurde 40 Jahre alt. Russische Soldaten hatten ihn mit 2 Kopfschüssen getötet. Seine Familie spricht von einer Exekution. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft bestätigt das. Ein weiteres Kriegsverbrechen. Maxim Lewin war Fotograf. Er hinterlässt 4 Söhne. Sein Tod, sagt dessen Freund Markiam, zeigt einmal mehr, dass es den Russen darum geht, die Bevölkerung zu treffen, Bürger und Journalisten zu töten. Maxim Lewin ist einer von vielen getöteten Zivilisten. An der Außenmauer der St. Michaelskirche sind die Bilder der ums Leben gekommenen Soldaten zu finden. Getötet in den zurückliegenden Jahren, jedoch im selben Krieg. 4000 Fotos sind das hier insgesamt und das sind nur die Gefallenen in diesem Konflikt bis zum Jahr 2020. Das heißt, es sind und es werden noch viele, viele tausend dazukommen. Soldaten oder Zivilisten, sie alle eint eines. Sie sind Opfer eines Krieges, der kein Erbarmen kennt.